Hi, ich bin Steven und für alle Freunde der Bolognese kochen wir heute eine Spezialvariante, die Salsiccia Bolognese. Für den italienischen Bolognese-Ersatz nehmen wir zuerst die Salsiccia, schneiden sie längs auf und entnehmen das Fleisch ohne die Pelle. Neben den klassischen Tomaten haben wir auch Möhren in dem Rezept. Die Möhren längs aufschneiden und in kleine Stücke zerteilen. Und dann haben wir auch noch Zwiebeln und Knoblauch im Gericht. Das Ganze wird schön in einer Pfanne angebraten. Ist das soweit fertig, wird es mit Rotwein abgelöscht. Die Penne werden 8 Minuten im heißen Wasser gekocht. Salz hinzugeben, wenn das Wasser siedet, damit keine Korrosionsflecken entstehen. Und dann können wir unsere Penne kochen. Lorbeer ist ein super Gewürz, um das Gericht zu verfeinern. Allerdings sollte das Lorbeerblatt im Anschluss rausgenommen werden, damit der Geschmack nicht zu stark ist. Und in diesem Moment sind auch die Nudeln gar. Schöpfen Sie aus dem Topf und geben Sie zu der Salsiccia-Pfanne hinzu. Dann nehmen Sie nochmal super das Rotweinaroma auf. Im allerletzten Schritt das Gericht anrichten. Zu dieser Rotwein-Salsiccia-Bolognese passt natürlich auch ein roter Wein. Etwas fürs Auge und dann guten Appetit!